Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute zu einem ganz besonderen Video, und zwar wir schauen uns heute den Flashback Chicharito an. Den werden wir auch abschließen und die Packs natürlich ziehen und ja, dann mal schauen, wie er sich denn ingame so spielen lässt. Ich muss dazu sagen, ich mache diese Karte, weil ich mit ihm selber so ein bisschen sowas verbinde. Ich war früher ziemlicher Wayne Rooney-Fan und auch so ein bisschen natürlich noch als CR7 halt noch bei Manchester war, muss ich sagen, dass ich diesen Verein ziemlich mochte. Das kann man jetzt irgendwie überhaupt so nicht gleichsetzen, also wie Schalke oder so, aber ich muss sagen, ich habe mir schon das ein oder andere Spiel mal in der Champions League angeguckt von denen oder dann auch in der Premier League. Und dazu gehört dann natürlich auch noch Chicharito. Und irgendwie deswegen dachte ich mir, geil, das ist eine richtig nice Flashback-Karte. Ich muss sagen, dass mich ein Mario Götze und auch ein Juan Fran jetzt nicht so gepackt haben. Bei ihm irgendwie schon. Und deswegen machen wir die Karte heute. Wir schauen uns schon mal ganz kurz seine Ingame-Stats an. Man muss fairerweise sagen, sie kostet jetzt gerade so 120.000. Also, weil ich mache sie jetzt gerade wirklich direkt 10 Minuten, nachdem der da draußen ist. Um euch auch möglichst schnell das Video zu bringen. Er hat ja nur 3 und 3, hat 87 Tempo, 85 Schuss, 66 Physis. Rein von den Stats her, muss man ehrlicherweise sagen, ist er jetzt wahrscheinlich keine 120k wert, weil die Karte ist auch untauschbar. Und es gibt natürlich auch gute Alternativen in der Premier League. Aber er hat 91 Abschluss, 91 Antritt, 89 Kopfballpräzision, ziemlich gute Werte, zum Beispiel auch bei dem Dribbling. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal so die Stats weg. Und wir werden uns ihn gleich halt mal ingame anschauen. Aber vorher schließen wir natürlich die SBCs ab. Dazu muss man zwei 84er Rating Teams abgeben. Ich schaue mal ganz kurz nebenbei für euch auf Footbin, was jetzt diese ganzen SBCs kosten. Ich denke mal, dass ihr es sogar vielleicht auch noch ein wenig billiger hinbekommt. Wie gesagt, ich habe ziemlich genau 115.000 dafür ausgegeben. Also nicht wenig, aber ihr bekommt auch noch, ihr seht hier, ein 45k Set und auch ein 35k Set. Also jetzt gerade sagt hier Footbin, das kostet 97k und 105k dann auf der Xbox. Also, naja, noch ein bisschen billiger, als ich es vielleicht abgeschlossen habe. Wenn ihr die auch machen wollt, kann ich euch nur raten, geht auf jeden Fall auf Footbin und schaut dort nach. Ansonsten, ja, ein ganz normales 84er-Team mit einem Man United-Spieler. Hier habe ich mir schnell den Ander Herrera geholt für 1800. Und ich denke mal, das ist ziemlich selbsterklärend. Da kriegen wir ein Prime-Gold-Spieler-Set für. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz nice. Ich habe ja mal gesagt, in einem meiner Videos, das sind eigentlich meine Lieblingspacks. Viele von euch konnten das nicht so ganz nachvollziehen. Die meinten, ja, eher so die 35k-Packs oder so. Und jeder hat dann natürlich so sein eigenes Lieblingspack. Und dann hier in der Challenge muss man drei von diesen Mexikanern nehmen. Da habe ich natürlich möglichst mit die High-Ratesten geholt. Guardado habe ich noch ziemlich schnell extra gekauft. Also direkt um 19 Uhr. Dem dürfte jetzt ein bisschen teurer sein. Ihr seht, der kostet jetzt schon über 5k. Ich habe den noch für 1.100 geholt. Habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. Ansonsten ja, brauchen wir jetzt hier halt noch Navas und zum Beispiel auch Pepo oder Brahimi. Die sind natürlich ziemlich teuer, gerade Brahimi kostet einfach mal 16.000 und der Pepe 12.000 und Navas, ich glaube, knapp 20.000. Also da kann man schon merken, es ist nicht so ganz billig, aber solltet ihr irgendwelche roten Karten haben, kriegt ihr das auf jeden Fall noch ziemlich günstig hin. Und das geben wir auf jeden Fall auch ab. Und dann sind wir schon fertig mit der Challenge, also geht auf jeden Fall fix. Die eben zu machen, Megapack, und jetzt müsste er eigentlich rausgelaufen kommen. Das finde ich auf jeden Fall mega nice. Rückblick, Chicharito, da haben wir die Karte, spielen ja bei West Ham United. Wir werden gleich, denke ich mal, noch ein ziemlich nices Team bauen mit einigen roten Karten. Philippe Anderson spielt ja, glaube ich, bei West Ham. Das könnte ein ziemlich nicer Link werden. Wir schauen auf jeden Fall gleich mal, aber erstmal genießen wir es. Das finde ich ist so eine geile Animation, Freunde. Das ist auch fast ein Grund, diese Karte zu machen, einfach nur wegen der Animation und wegen diesen Leinwandspieler. Das ist mega nice. Jetzt läuft hier unser Chicharito raus, natürlich in dem Schalke-Trikot, okay. War jetzt nie so. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal im Gespräch war, vielleicht auch mal nach Schalke zu wechseln. Ich glaube eher nicht. Es gibt ja immer viele Gerüchte, ich glaube, das zählte nicht mit dazu. Aber auf jeden Fall Chicharito. Es sieht mega nice aus und deswegen packen wir den jetzt natürlich direkt in unseren Verein. Und bauen uns jetzt mal das Team drumherum und ziehen aber natürlich vorher noch die Packs. Und da seht ihr natürlich auch direkt, wir haben noch unsere beiden Inform-Packs. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Team of the Week vielleicht doch nicht so gut ist und wir fast nochmal aufheben müssen. Aber morgen wollte ich euch auf jeden Fall nochmal ein neues Video hochladen zu meinem Rückblick zu dem letzten Qualifier. Da haben wir dann nochmal Zeit, darüber uns zu unterhalten. Wir ziehen auf jeden Fall einen
79 aus einem 45 Carpack. Hat sich schon mal gelohnt. Mega nice. Jedenfalls weiß ich noch nicht so ganz, wie wir das machen sollen mit den Inform-Sets. Aber naja, dazu auf jeden Fall morgen mehr. Ansonsten ziehen wir hier den Stambuli. Haben wir einen Mexikaner drin? Natürlich leider nicht. Stambuli ist sogar 500 wert. Geiler Typ. Und ansonsten, ganz ehrlich, die speichere ich alle in meinem Verein. Die kommen auf die Transferliste. Und dann ziehen wir noch eben das Megapack und dann bauen wir uns ein Team und schauen mal, ob Chicharito denn gut spielbar ist. Und ich würde mich auf jeden Fall jetzt schon mal freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ihr könnt mir natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, macht ihr Chicharito oder sagt ihr eher nicht? Oder vielleicht wartet ihr auch natürlich ab, wie ich entscheide, ob ich euch den empfehlen kann oder nicht. Und auf jeden Fall war es hier Kramaric, 82er Bewertung. Also ich sag mal, wir haben vielleicht 6-7k mit diesem Pack rausgemacht. Immerhin Team Fitness Karten. Ist schon mal sehr nice, davon habe ich nämlich fast gar keine mehr. Und ansonsten war das auf jeden Fall mal wieder gar nichts. Diesen Denis Suarez habe ich jetzt in den letzten Tagen zum gefühlt 5. Mal gezogen. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon 3-mal doppelt auf meiner Transferliste. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal ein Team und schauen mal, wie er denn so in-game abgeht. So, wir haben das Team fertig und wie ich finde, sieht das ziemlich nice aus mit ziemlich vielen sehr, sehr bunten Karten. Und vor allem natürlich haben wir 4 von den roten Karten drin, ne, sogar 5. Und zwar, eigentlich meiner Meinung nach, meine beiden besten roten Karten auf jeden Fall hier mit Memphis Depay, mit dem habe ich 2 Spiele gemacht, also nur einmal ganz kurz eingewechselt, und auch Philippe Anderson. Ja, ihr seht, er hat immer in den 15 Spielen 4 Tore gemacht und auf Außen haben wir dann hier noch den guten Bertrand Traoré mit einem Stern auf dem schwachen Fuß. Also da muss ich mir merken, mit dem darf ich nur mit links schießen, ansonsten hinten blind und den Link nehme ich hier mit dem Perfect Link, auch wenn sie ein bisschen übergelinkt sind. Aber jetzt auf die Schnelle haben wir auf jeden Fall 4 Ligen hinbekommen, einige Nationen, ich weiß nicht genau wie viele. Also es ist auf jeden Fall eine coole Hybrid, ich würde sagen, rein ins Spiel, los geht's. So, wir haben unseren Gegner gefunden und der spielt sogar auch in der 4-2-4, hat einen ganz okay, das Premier League Team, kostet wahrscheinlich nur so 30.000 Münzen oder so, sieht auf jeden Fall schlagbar aus. Schönes Zusammenspiel zwischen Memphis und Hernandez, da können wir den ersten Schuss mal aufs Tor setzen. Ja, das ist dankbar für den Keeper, muss man sagen. Aber Hernandez direkt mit der nächsten Chance, mit dem nächsten Angriff. Jetzt konnte er frei durch sein. Vielleicht mal der schwache Fuß. War auch nur gelbes Time-Finish, muss man sagen. Man hat aber, glaube ich, schon fairerweise gesehen, schwacher Fuß ist natürlich nicht seine Stärke. Ja, aber er holt sich direkt den Ball hier wieder zurück. Vielleicht sind wir gleich wieder frei durch jetzt, aber Hernandez... Und das gibt Elfmeter, da holen wir den ersten Elfmeter raus, direkt mal nach 9 Minuten. Ihr seht, da sieht Chicharito aber ziemlich böse aus. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber er holt den Elfmeter raus, den machen wir nicht mit Anderson, sondern natürlich mit unserem Man heute. Chicharito, Pfeil ist sogar an und den schieben wir einfach in die Mitte und dann macht Chicharito direkt mal das erste Tor durch einen Elfmeter. Ich finde einfach dieses Design von der Flashback-Karte ist mein fast schon Lieblingsdesign dieses Jahr, zumindest da bis jetzt. Das sieht so nice aus und dann auch noch mit dem dynamischen Bild dahinter. Mega cool. Da müssen wir aufpassen. Aber Anderson, pass auf. Und jetzt vielleicht der Konter. Depay und Chicha wieder im Zusammenspiel. Oh, wie schnell ist bitteschön Depay? Das ist ja absolut heftig. Ich weiß gar nicht, wie viel Tempo er auf der Karte hat und ja. Memphis Depay macht mal das 2-0. Toffler kam ja sogar auch noch von Chicharito. Also dürfte zählen in der Statistik. Und 90 Pace Depay. Das war mal ein richtig guter Antritt. Ja, da unten steht wieder Chicha. Jetzt grünes Time Finish. Ich habe es euch gesagt, Freunde. Er hat 91 Abschluss auf der Karte. Und das sieht man hier. Der kam sogar aus der Drehung. Aber Javier Hernandez macht den direkt rein. Und auf seinem Trikot steht natürlich aber hinten drauf Chicharito. Aber ihr seht, er steht fast 180 Grad zum Tor gedreht und haut ihn aber eiskalt rein. Perfekt, 2-0. Ne, 3-0 ja schon. Komm schon. Da müssen wir hinterher. Da habe ich den Torwart in die falsche Ecke bewegt. Da kann ich dem guten Zinnissen da hinten keinen wirklichen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, ob man es nochmal sehen kann, aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er in die andere Ecke schießt. Ihr seht, schön den Torwart. Schön den Weg aufgemacht, richtig stark, Tim, sehr nice. Naja, 1-3. Ja, schönes Zusammenspiel, Depay und Herrn Nandes. Naja, eben habe ich noch gesagt, gelbes Time Finish. Deswegen ging der nicht rein mit dem linken. Der kann auch schon mal rein. Aber
Nächste Möglichkeit. Diesmal ist es nur gelb, aber die macht er auf jeden Fall. Also die Finesse-Shots hat er ziemlich drauf. Bei den Spannenschüssen waren wir jetzt noch ein bisschen glücklos. Nächster Angriff. Chicha könnte frei durch sein. Mal gucken, was er so für ein Tempo hat. Lindelöf ist normalerweise nicht der schnellste, aber naja, in FIFA 19 holen die ja immer den Gegner wieder ein. Da ist auf jeden Fall Traoré. Junge, Traoré, mein Freund. Der ist heute, glaube ich, mit dem falschen Fuß aufgestanden oder so. Egal. Hernandez frei durch. Grünes Time Finish oder auch gar kein Time Finish, aber der Spannschuss sah richtig ordentlich aus. Also Torabschluss. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Eigentlich gut. Ja, eigentlich schon gut. Ja, weiter. Hernandez, gut. Mit dem Außenriss. Boah, wie stark war das? Sogar auch wieder nur gelb von mir getroffen. Das muss ich noch ein bisschen üben, aber es geht auf jeden Fall klar, gelb. Ihr seht, er reicht meistens sogar auch raus. Chicharito, nächstes Tor. So, das war's mit dem Spiel. 6:1 gewinnen wir hier, 5-mal Chicha. Ihr seht, er hat sogar noch den Ball mit nach Hause genommen. 5 Tore hat er sogar gemacht. 4 gute und einen davon per Elfmeter. 10,0 Bewertung. Wir schauen uns noch mal kurz eine Karte an und dann gibt es ein kleines Feedback. Also man muss fairerweise sagen, diese 5 Tore, die täuschen natürlich ein bisschen, weil so gut war der Gegner jetzt nicht. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Bälle auf ihn gespielt und natürlich auch sehr oft drauf geschossen. Ich bin ehrlich zu euch, er ist auf jeden Fall eine gute Karte, er ist aber eher ein bisschen um Spaß zu haben. Also wenn jetzt jemand wirklich versucht, das bestmögliche Weekend League Ergebnis zu holen, bin ich ehrlich, ist das kein Spieler für euch. Wenn ihr aber spielt und sagt, ich will Spaß haben, mir ist es egal, wenn ich mal ein Spiel mehr oder weniger verliere, dann kann ich euch Hernandez auf jeden Fall empfehlen, denn das ist eine Karte, mit der macht man nicht falsch. Er macht seine Tore rein, er hat in Anführungszeichen leider nur 73 Ausdauer, das ist nicht so viel. Ich sag's aber knallhart, ihr könnt euch einen 84er wie Son in den Sturm stellen, auf 7 Chemie, und der spielt wahrscheinlich besser in Game. Weil es ist einfach keiner dieser Metaspieler, keiner dieser Spieler, der so richtig überpowered ist. Ich habe es auch gemerkt neben Memphis Depay, da war Memphis schon nochmal einfach ein bisschen schneller, einfach ein bisschen stärker, hatte ein besseres Positionsspiel. Und so, man merkt einfach diesen Unterschied zwischen Spielern, die sind überpowered, und Spieler, die haben zwar gute Stats, aber sind nicht so überpowered. Dazu zählt auf jeden Fall Hernandez, 120k ist dafür auch relativ viel. Ich sage es jetzt erstmal so, spielerisch keine Kaufempfehlung, zum Spaß haben definitiv. Ich denke mal, das fasst es ganz gut zusammen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.